Jawohl, meine Freunde, wir sind wieder zurück aus Fehlersuche und Behebung. Probieren jetzt gerade noch was aus hier. So, du bist jetzt gleich voll, ne? Schrei bitte Jawohl. früh genug, dass ich in die Eisen gehen kann. Jetzt. Alles klar. So. Ja, wir haben ein bisschen auf dem Server jetzt mal aufgeräumt. Es gab echt viele Errors. Wir haben das ein oder andere jetzt auch runtergeschmissen. Die beiden Auto. Ballen, Autoloader, die haben wir rausgeschmissen, die haben Fehler gemacht. Einen 800er Fendt haben wir rausgekickt. Animals hat, mussten wir mit rausschmeißen, war auch voll mit Fehlern. Ja, jetzt haben wir eigentlich sehr wenig Fehler nur noch. Die sind aber eigentlich auch nicht wirklich gravierend und schwerwiegend. Von daher sollten wir jetzt eigentlich zocken können. Ja, Problem, was wir hier eigentlich hatten, wegen dieser springenden Füllzahlen haben wir immer noch. Scheint jetzt aber auch nicht an irgendeiner Mod zu liegen. Gehen wir davon aus. Wir gehen mal davon aus, entweder Karte oder irgendwas anderes. Wir sehen es jetzt unten rechts. Er springt immer noch mit den Zahlen, aber wir haben eben auch mal ein bisschen geguckt. Verlust machen wir wohl nicht. Also der scheint das nur langsamer zu berechnen, dass es nicht mehr fließend ist. Ich bin auf den Drescher gespannt später. Da bin ich auch mal gespannt. Wenn das nämlich fließend läuft, dann liegt's am Häcksler. Genau, es könnte halt sein, dass es tatsächlich am Häcksler liegt. Wobei glaube ich aber nicht, weil der Häcksler ist original. Wir haben jetzt eben ja auch gesehen, als wir eben in deinen Anhänger gekippt haben, hat das nicht durch die halbe Welt gesprüht optisch. Das macht er nur bei dem Anhänger hier. Das scheint Ja. also ein Fehler von dem Anhänger zu sein, der aber sonst halt. Der schmeißt keine Errors oder sonst was, das ist einfach nur ein Grafikbug. Daher mache ich mir da jetzt relativ wenig im Kopf. Da lebe ich tatsächlich mit. Und ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass es beim Original, Fahrzeug wirklich zu irgendwie solchen Fehlern kommen soll. Keine Ahnung. Ja. Dürfte nicht. Eben, dürfte eigentlich nicht. Andererseits haben wir gerade auch Probleme festgestellt. Krieg meine Konsole nicht mehr an. Paradeus hat da jetzt eben auch mal rumgespielt. Jetzt ist seine Konsole auch aus und kriegt sie nicht mehr an. Wer witzig ist, ich habe noch nicht mal was geändert. Genau, er hat nicht mal was geändert. Er hat einfach nur die XML geöffnet und wieder geschlossen. Ich vermute, das scheint mit der Version 1.2 was zu tun zu haben, denn ich habe meine Konsole damals noch im Urzustand aktiviert gehabt und dann lief sie. Und ich weiß von Keisha zum Beispiel, als sie auf der Version 1.2 die schon aktivieren wollte, hat sie genau dasselbe Problem wie ich jetzt auch, dass da halt steht, sie ist an, sie ist enabled und geht aber nicht an. Das scheint also irgendwas mit dem Patch zu tun zu haben. Ja, da hoffen wir mal, dass hoffentlich demnächst ein anständiger 1.3er Patch rauskommt, dass keine Beta mehr, der dann auch vernünftig funktioniert. 1, 2, 5. Ja. Weil Fehler gibt es anscheinend tatsächlich einfach echt noch viele. Ich habe halt kein Verhältnis dazu, wie es mit dem 17er war, weil ich habe 17er nicht von Anfang an gespielt. Bin eigentlich auf 17er auf PC umgestiegen. Ja, da würde ich mal sagen, da war eigentlich schon alles behoben. Ich glaube, da gab es noch einmal einen Patch und der war noch nicht mal wirklich groß. Das stimmt. Also ich weiß halt nicht, wie es anfangs war. Weil ich will da jetzt halt auch nicht wirklich drauf rummeckern, weil ich auch schon im 17er gesagt habe, man muss sich mal überlegen, was du in diesem Spiel, was du da alles anstellst. Du kannst Dinge auf den Boden werfen, damit macht der Haufen, der muss sich das merken, wie viel das ist und du erntest hier was, irgendwo anders wächst irgendwas, da fahren Autos rum, man selber fährt da rum. Also, was man eigentlich diesem Spiel antut oder was auch abverlangt, vor allem dieser Engine, auf der es basiert. Ich finde das eigentlich schon enorm. Also bin zwar kein Programmierer oder so, aber genau deswegen meckere ich einfach nicht, weil was man hier anstellen kann, finde ich schon enorm. Da kann es einfach zu Fehlern kommen, sage ich. Dass man da auch immer wieder nachpatchen muss. Wärst du so frei und bringst mir den auch noch hierher, wenn du leer gemacht hast? Aber sicher doch. Bin nämlich just in dem Mo Moment hier voll.
Ach scheiße, ich komme zu dir. Ich bin schon fertig. Rechts. Also von dir aus links. Ja, ich habe dir geradet, wo du hinziehst. Und wie viel sind noch drin? 26,2. Ja, das geht ja. Ja, ich mach den Rest. Lass ich hier stehen. Ja, also es kommt aber schon gut was zusammen. Ich glaube, den Bunker kriegen wir auf jeden Fall voll mit den ersten beiden Feldern. Wobei die 47 jetzt halt sehr klein ist. Aber das müsste eigentlich schon gut hinhauen. Boah, dass der so langsam ablädt, ne? Das geht mir voll auf den Gegen Zeiger, den Alter. Strich. Ja. Ich muss schauen, was wir mit meiner Konsole ist. Ja, wenn du den Fehler rausgefunden hast, sag mir Bescheid. Mache ich, kann ich machen. Alter, da ist so ein Arbeitslicht drin verbaut, was man gar nicht braucht, weil man In es eh nicht sieht. dem hier Apfelding, oder? Ja. Ja, in der Nacht brauchst du es schon, wenn du gucken willst, wo, ob du triffst oder nicht, oder? Und ob das er durchscheint, weiß ich nicht, Alter. Da fliegt das ganze Zeug drüber weg. Ich hab's beim 17er gesehen, da gibt's beim Mähdrescher sogar Kameras in dem Rohr, Ja, das weißt gibt du, am es. Ende. Das Das gibt ist mal es. geil. Da siehst du, ob du drüber bist oder nicht. Hast du hier auch, glaube ich, bei dem Holmer-Überladewagen zum Beispiel. Ist ja Zu dem geil. Terra-Variant, da hast du auch eine Rohransicht. Ist voll geil. Weil in der Nacht, denke ich, ist es ziemlich schwierig. Hast du genug Licht außen? Ja, aber nachts ist schon furchtbar dunkel, muss man sagen. Ja, Alter, ey, wir haben echt so wenig gezockt heute, weil ständig irgendwas ist. Das ist Wahnsinn. Ah, doch, ist schon was geworden. Ja, aber es waren jetzt bestimmt 2 Stunden, fast 3 Stunden, die ich nicht gezockt habe, wo ich eigentlich hätte zocken wollen. Das auf jeden Fall. Erstmal kam ich viel später rein zum Spiel als geplant. Dann die erste große Unterbrechung wegen meinem PC. Dann jetzt noch mal eine große Unterbrechung. Es ist zum Heulen. Ach, übrigens, diese Uhrzeitmod ist schon raus, sehe ich gerade. Mysteriös. Ja, ich glaube, er hat mir auch vorhin gesagt, die hat er rausgenommen. Ja. Dann habe ich noch eine Mod, unnötige Mod-Ordner. Ja. Ja, das sind immer so Dinge, so, ja toll. Irgendwann muss ich auch den Ordner mal aufräumen. Wie gesagt, diese reale Uhrzeit da oben in der Ecke ist eine Mod, die benutze ich gar nicht. Die kann auf jeden Fall wieder weg. Ich glaube, ich werde sie erst recht gar nicht sehen. Da sehe ich erst, wie lange ich schon wieder Richtig. zocke. Komm schon wieder angeflogen. Sehr gut. Bist ja immer schneller. Na gut, okay. Das, was du an Fahrtweg hast, das brauche ich ja schon fast zum Abladen. Da könnte was dran sein, ja. Verdichten tue ich am Ende. Geht schnell, also das. Respekt.
wollte ursprünglich ja eigentlich über beide Felder brettern, ne? Da habe ich mir hier aber einen Keil reingeschnitten, sehe ich gerade. Das war irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch bei 47 und 48 ist der Abstand schmaler zwischen den Feldern, ne? Ja. Ich glaube, da ist auch ein Berg oder sowas mit drin von der 47 zu 48, oder? Berg. Wie so ein kleiner Hügel oder irgendwie sowas. Ein Wall oder wie nennt man das? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Bin schon wieder weg. Ja, ich mach schon wieder voll. Ja, ich muss von der anderen Seite kommen. Okay, ich mach nicht voll. Ah Wobei doch, sich du das bist nicht lohnt dabei. wegen 5000 Liter. Ach Mann. Das mit dem Überladeding, das ist eine geniale Taktik, ey. Ohne Witz. Vor allem, wie schnell der überlädt, ne? Das ist Wahnsinn. Ich feier den Überladewagen auch mega. Okay, der hat ja auch einen Mordsdurchmesser, was das Überladerohr angeht, hey. Ja. Ja gut, ich meine, bis 125.000 Liter übergeladen sind, dauert das dann auch wieder einen Moment, ne? Das stimmt. Ha, doppelt so lang wie bei mir. Genau. Boah, wenn diese Helfer überarbeitet sind, hey, dann geht's ab. Was war denn das? Was? Ein Lag-Lag. Leck, leck. Ein Lag-Lag-Lag. Gott, hat der Anhänger gerade geschoben, ey. Ich kam nicht zum Stehen. Ich habe mich gerade mal in den Fendt geschmissen. In welchen Fan? Zum Verdichten. Ja, damit du hier auch noch halbwegs rüberkommst. Alter, hast du hier Berge reingefahren? Ja. Ich will da jetzt links. Links drüber da so. Ich mache immer rechts, links, eine in der Mitte und go. Ich habe da volle Taktik drin. Taktik. Taktik, Tick-Tack. Drop, den bleiben. Und hinein mit dem guten Zeug. Und was sagst Überlegen, ob wir das zum Schluss hin zu einem Keilsilo umbauen. Ich will gerne wissen, ob wir das randvoll kriegen, wie es im 17er war. du? Das, was du jetzt hier drin hast, kriegt man rein voll. Bis es oben komplett gerade, bis so flach ist. Überfüllen geht aber nicht. Nee, überfüllen nicht. Das ging ja im 17er auch nicht. Auf Modmaps schon. Ja? Ja. Ja gut, okay, da habe ich das glaube ich nie so wirklich gemacht. Schaut cool aus. 100% verdichtet. Ich sag ja, mit dem Fett geht es rasend schnell. Geht hier eh ultra schnell in dem 19er, finde ich. Gut, wir haben aber auch erst eine halbe Million ist schon, das hast du sonst. Ich wollte gerade Ja, wobei sagen, das ist die schon. Hälfte von der halben Million war ja schon verdichtet, deswegen geht das auch so schnell. Ja. Die hat es ja schon auf 100%. Wenn das verdichtet ist, verteilt sie das auch nicht mehr so geil beim drüberfahren. Ah doch, dann nehme ich das Schild und schieb's in die Ecke, wo es hin soll. Ja, aber jetzt so nur zum drüberfahren verteilt sie das nicht mehr so. Ja, okay, das schon. Das wird dann nur ein bisschen am Anfang, in dem Moment, wo es verdichtet wird, wird so zusammengedrückt und wie man es möchte. Aber wenn es dann mal fertig ist, dann bleibt es so liegen, wie es liegt.
So, jetzt hole ich mit die nächste Ladung, dann ist der Überladewagen leer. Ne.